Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Ja, im letzten Video haben wir ja mit der dritten Szene angefangen und ich würde sagen, in diesem Video machen wir weiter damit und ich würde sagen, wir legen auch sofort los und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, beim letzten Mal sind wir ja dabei stehen geblieben, dass wir hier den ersten, den Erzählersound eingefügt haben und dann noch, dass die, Moment, dass die Wachen hier so diesen Weg entlang gehen. In diesem Video würde ich dann die Menschen animieren, die in die Villa einbrechen des Wissenschaftlers oder beziehungsweise die in der Villa des Wissenschaftlers herumsuchen und mal gucken, was wir so machen können und ja, mal schauen. Erstmal brauchen wir wieder ein bisschen Timing. Ich glaube, das ist hier ein bisschen zu nah an dem dran hier. Deswegen machen wir das hier mal ein bisschen nochmal weg. So und so. Achso, nicht wundern, wenn die Folge heute ein bisschen kürzer wird. Ich habe ein bisschen Zeitdruck. Also, ja. Aber ist nicht schlimm, morgen kommt wieder eine längere Folge und damit leiche ich das dann hoffentlich auch wieder aus. So, also, dann brauchen wir einmal den und die beiden da oben, oder? Ja, und ja, gut. So und so, wir müssen eigentlich erstmal gucken, wo die beiden überhaupt enden. Deswegen würde ich sagen, laden wir das mal ganz kurz hier. Wo schaffen wir es denn zu laden hier? Ach ja, erstmal brauchen wir hier so und so und so und so und so. Erstmal wieder ein bisschen Timing erschaffen hier. Aber so. So. Dann will ich mal eben sagen, machen wir so und so. Say. Hallo. Ah, Halli. Passt auch. So, und gucken dann, wo wir dann hier starten können. Wir können hier vorne starten. So, und holen uns mal ganz kurz einen Druckplatte geht auch. So, und so. Na, sieh mal an, wer da ist. Des Meisters Liebling. Was willst du denn hier? Ach komm, hör auf damit. Ich soll dir vom Meister sagen, dass du und deine Truppe euch auf die Suche nach den Menschen, die hier in den Wäldern gesichtet wurden, machen sollt. Wie bitte? Menschen in den Wäldern? Hier in der Nähe? Ja, okay, wir machen uns auf die Suche. Und so machten sich die Wachen auf die Suche nach den Menschen. Was sie allerdings nicht wussten, ist, dass die Menschen sich mittlerweile bis zu der Villa des Wissenschaftlers vorgeschlichen haben. Ja, ist auch doof, wenn man hier das Wetterzeichen vergisst zu setzen, aber ich kann mir auch so schon erahnen, dass das Timing hier nicht ganz genau passt, deswegen machen wir es noch ein bisschen länger. Und dann müsste es eigentlich passen. So, ach ja. Say, hey. Und nochmal von vorne, allerdings würde ich sagen, wir laden das nicht ab da, sondern wir überspringen die Hälfte hier und laden das einfach dann ab hier. So, und so, und so. Und so machten sich die Wachen auf die Suche nach den Menschen. Was sie allerdings nicht wussten, ist, dass die Menschen sich mittlerweile bis zu der Villa des Wissenschaftlers vorgeschlichen haben. Ja, okay, es ist ja schon fast passend. Einfach noch hier ein bisschen länger ziehen und dann passt das, glaube ich, hoffentlich. So und so. Ja, passt soweit. Dann brauchen wir eigentlich nur noch den durch den ersetzen und den durch den. Und so. Und dann hier noch MO1. ME1. Nicht MO1, sondern ME1. So und. So. Ja, schon mal R. Gut. Okay, dann würde ich sagen, das kommt wieder raus. Ach ja, und wir müssen hier wieder dann den Block, der die erste Szene lädt, einsetzen. Das wäre der hier. Allerdings müssen wir dafür mal eben den Shader rausmachen, damit wir auch sehen, wo die Abgrenzungen dafür sind. So, Shader raus. Ich möchte nicht so einen Unfall haben wie beim letzten Mal. Da habe ich nämlich aus Versehen den Block geladen, obwohl er ganz woanders stand und habe damit die kompletten Command-Blöcke gelöscht. Achso, sorry für die Nebengeräusche, ich bin gerade was am Trinken.
So, ich würde sagen, wir können uns den einfach kopieren. Setzen den dann hier damit dran, weil das ist dann auch mit hier hin. Und jetzt müssen wir nur noch gucken. So, wir wollen das da haben. Das heißt, gucken. Erstmal hier 0, gucken, wohin das geht. Das geht nach da. Wir brauchen das allerdings noch ein bisschen weiter nach hier. So, und ein bisschen weiter nach oben müssen wir es auch haben. Das heißt, wir setzen das hier nicht auf 0, sondern auf 5. Weil das war die Höhe. Und ich glaube, passt das? Ich weiß es nicht. Das hier ist die Grenze. Ja, ein bisschen weiter runter. Okay, also nicht auf 5, sondern auf 4. So, 4. Dann ist das hier das, was wir brauchen. Das soll nicht auf minus 2, sondern auf 0. Ist falsche Richtung, sondern auf 2. Nee, mach mal 4. Mach mal ebenfalls. Dann halt minus 4. Ist mir auch recht. So, gucken, wo das jetzt endet. Das ist hier die Grenze. 3 Blöcke brauchen wir noch. Das heißt 7. Soweit so gut, das passt. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch da. Minus 10, machen wir minus 50? Nee, nicht 150, sondern erstmal minus 50. So, dass wir erstmal schön weit nach vorne sind. So, gucken wir mal. Ja, okay, das ist ein bisschen zu weit. Dann machen wir einmal 40 oder. Ja, 40 müsste passen. So. Und nochmal gucken. Ja, nee. Und dann machen wir 30 raus. 30. Wir können es ja an diesem orientieren. Und dann brauchen wir jetzt noch einen Block. Und hier brauchen wir noch 3 Blöcke. Okay. Also ein Block noch weiter runter. So, das heißt 29. Und hier nicht minus 7, sondern minus 10. So, dann gucken wir mal einmal. So, das müsste jetzt nicht übereinstimmen. Warum tut es das? Warum tut das nicht? Keine Ahnung. Schauen wir mal. So. Dann machen wir da statt minus 10 machen wir da minus 9 raus. Gucken dann nochmal. 9 ist falsch, dann machen wir 8 raus. So, und minus 8. Gut, das müsste jetzt passen. Hoffentlich. Ich hoffe, das passt. Gucken wir mal. Testen, probieren geht aber studieren. So, wir laden einfach ab hier. So. Na los, anscheinend sind wir aufgeflogen. Sie suchen uns bereits. Schnell, beeilt euch. Okay, allerdings würde ich mir wünschen, dass erst die Szene wechselt. Dass erst hier die Szene wechselt und danach die dann hier anfangen zu reden. So und so. Und den packen wir noch dahin und ändern das dann auf 28. Gucken nochmal nach. Dürfte sich nichts geändert haben, hat es auch nicht, perfekt. Super, okay. So, das wird schon reichen. So. Und so. So und so. Und es müsste ME1 sein. Ja, gut, perfekt. Soweit so gut. Soweit hätten wir das dann alles. Und dann gucken wir nochmal nach. So,
Was beim letzten Mal noch mein Problem war, ist, dass sich hier die Köpfe von den Leuten, von den Dienern und von der Wache nicht bewegen. Warum das so ist, weiß ich zwar immer noch nicht, allerdings machen wir uns mal auf die Suche, warum das so ist. Obwohl, das kann ich offscreen machen, weil mit euch will ich hier weiterkommen. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen jetzt einmal hier einen weiteren Commander darüber. Moment mal. Wir brauchen erstmal einen weiteren Command. Dann kopieren wir uns diese hier nochmal. Machen die weg. Machen den dahin. Und machen die da drauf. So. Okay, und da brauchen wir noch ein paar mehr. Aber wir gehen erst auf die Seite einmal und erstellen uns jetzt ein paar Villager, würde ich sagen. Die dann hier durch die Villa laufen können. So, ihr seht noch nichts, weil ich noch nicht die Szene gewechselt habe. Maria war sofort. So, sobald das hier geladen wird. Also, MC Stacker 1.16 und jetzt wechselt die Seite, die Szene. So, da haben wir's. So, dann brauchen wir einmal Summon. Dann tun wir das einmal hier an die Seite noch. Gucken uns einmal die Koordinaten an, wo es gespawnt werden soll. Da fällt mir gerade so ein. Fällt mir gerade so ein, dass wir gar nicht Szene 1 brauchen, sondern Szene 4 bereits, weil dann ist die Szene 3, die wir gespeichert hatten, einfach nur halt Szene 3, wo der Erzähler spricht, und Szene 4 ist dann das, wo die Kinder, die Menschen, nicht die Kinder, in die Villa einbrechen. Das speichern wir uns dann später nochmal. Muss ich mir merken. Also erinnert mich bitte daran, dass ich das hier noch speichere. Könnt ihr ja gar nicht, ist ja gar kein Livestream. So. Ich kann meinen Trailer eigentlich wieder reinmachen. So. Ja, komm. So, okay. Dann sollen die bitte einmal... ich habe eine bessere Idee. Na, guck mal. So. So, und die sollen dann hier oben gespawnt werden. Hier oben, bei dieser Tür. Sollen sich dann hier so durchschleichen. So, dann einmal gucken, welche Koordinaten sind es. Gucken wir einmal die Tür an. Und dann ist das einmal die... Da. 32, 69 und die minus 168. So, dann soll das ein Villager sein, ein normaler. Ah, jetzt haben die Zahlen. So, nochmal 32, 69 minus 168. So. So, dann soll der bitte einmal um 260 Grad sich drehen. Tag ist Mensch. Soll still sein. Soll. Ich kann das auch mehr wieder größer machen für euch. Keine Gravitation. On ground. Was noch? Keine AI natürlich. Can pick up loot. Ist falsch. Und er soll keinen Willen haben. Gab's hier nicht auch irgendwo?
Reicht das, wenn wir einfach... Weil ich würde gerne Kinder haben. Ich habe zwar eben schon verraten, aber ich würde gerne Kinder haben hier. Obwohl die Stimme, die ich aufgenommen habe... Was ist das, eher eine Kinderstimme, die ich aufgenommen habe? Slash Play Sound. Da. So. Na los, anscheinend sind wir aufgeflogen. Sie suchen uns bereits. Schnell, beeilt euch. Ja, ich würde sagen, das ist eher eine Kinderstimme. Dann machen wir eine Kinder. Ich hoffe, das reicht einfach, wenn ich das da so eingebe. So. Tag haben wir eingespeichert. So. Ja, müsste eigentlich passen, eigentlich. Hoffentlich. Davon wollen wir 3 haben. Achso, ja. Wir brauchen einmal einen Fishman. Sagen wir einfach mal Planes. Oder? Desert nicht, Jungle auch nicht, Savanna auch nicht. Nein. Ja, wir nehmen Planes. Okay, dann einmal kopieren. Ja, und dann haben wir's. Die Seite behalten wir uns im Hintergrund offen, denn wir, wie gesagt, wollen wir 3 Kinder haben. So. Dann kopieren wir uns den einmal hier rein. Und spawnen den einmal. Na los, anscheinend sind wir aufgeflogen. Sie suchen uns bereits. Schnell, beeilt euch. Das ist kein Kind. Du bist kein Kind. Warum bist du kein Kind? Reicht das anscheinend doch nicht, wenn ich das hier so mache. Schade. Was muss ich denn da eingeben, dass das Kinder sind? So, gucken wir jetzt mal. So. Darf ich dich töten erstmal? So, slash kill at i tag gleich Mensch. So. Nee, stopp mal. Du guckst in die falsche Richtung. So. Paste. Na los, anscheinend sind wir aufgeflogen. Sie suchen uns bereits. Schnell, beeilt euch. Bitte sag, du bist jetzt ein Kind. Ja, okay. Wisst ihr was? Dann lassen wir es einfach so. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache, dass das ein Kind sein soll. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir wollen, wie gesagt, mehrere davon haben. Deswegen machen wir einmal so und so. So und so. 3 insgesamt. So und so. Dann passt das auch. Ja, stopp mal. So. Und so. Jetzt wollen wir allerdings keinen Fishman haben, sondern einen Farmer. Copy. And paste. Und dann wollen wir noch ein... was kann denn noch? Toolsmith? Nein. Armorer? Nein. Farmer hatten wir. Ich würde sagen, ja. So. Und so. Und paste. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken uns das einmal an. Und müssen noch ein... wir müssen noch neue Commands für die hier erstellen hier. Ja, toll. Wo könnte da denn noch was hinpassen hier? Achso, ja, wir können das auch einfach. Hier passt nirgendwo mehr was hin.
Das ist gerade mein Problem. Machen wir es so. So und so. Funktioniert genauso gut. So. Da das alles über den Tag Mensch läuft, brauchen wir hier nur eine Leiste. So, und dann würde ich sagen, wir brauchen fürs erste einmal nur die hier. Ja, das passt hier sogar noch, weil hier sind wir ja nur da drunter und. Ja, okay, dann muss ich das Kino halt bis hierhin lang ziehen, das ist kein Problem eigentlich. So, also wie gesagt, wir kopieren uns nur diese hier erstmal. Die sind jetzt von dem Wissenschaftler, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, okay, mit dem können wir ja nach oben noch gehen. Mit dem Rest müssten wir dann... Können wir gar nicht, weil da die Grenze ist. Ja, okay, dann müssen wir halt ewig lang mit dem noch gehen, weil hier haben wir ja eh noch Platz. Weil da werden auf jeden Fall noch ein paar mehr Commands mit zukommen. Und ich weiß ganz genau, dass unser Platz hier nicht ausreichen wird. So, dann müssen wir einmal hier vorne den Tag ändern. Von Visav auf Mensch. Hier ebenfalls. Mensch. Mensch. Und ja, Leute, ich weiß, dass ich das da oben noch ändern muss. Also, bis jetzt habe ich noch dran gedacht. Beziehungsweise, dass ich das noch neu speichern muss. Mensch. So. Wollen wir den Terrakotta noch ändern oder wollen wir es bei Terrakotta lassen? Ich würde sagen, wir lassen das bei Terrakotta, oder? Dann können wir hier oben einfach jetzt so machen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir überhaupt die Türen öffnen wollen. Terrakotta ist da. Weil die sollen ja nicht einfach so durch eine zur Tür laufen. Die sollen ja sich auch wirklich öffnen, die Türen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. So. Jetzt müssen wir gucken, bis wohin gehen jetzt hier die... Geht jetzt hier die Begrenzung hier. Bis nach hier. Das heißt, wir können bis nach hier vorne noch hin. So, dann ändern wir das hier und machen das Ganze. Also, wie wollen wir es denn machen, dass die Treppe runterlaufen? Weiß ich nicht. Das machen wir mal weg hier. Wie kriegen wir es denn hin, dass die Treppe runterlaufen? Ich weiß es nicht. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. So, die sollen ja nicht alle den gleichen Weg ablaufen, fällt mir gerade so ein. Uiuiuiui. Okay, das wird noch ein bisschen aufwendiger als gedacht, aber bis jetzt haben wir es erstmal so. Dann laden. Ach ja, speichern erstmal. Erstmal umspeichern. So, jetzt machen wir den hier auf Speichern. Szene 4 erkennen. Müsste erkannt werden für. Perfekt. Speichern, laden, fertig. So, und dann machen wir das einmal so, dass wir das Ganze jetzt einmal laden. Na los, anscheinend sind wir aufgeflogen. Sie suchen uns bereits. Schnell beeilen. Ach ja. Ja, Leute. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Wir müssen nämlich noch die Blockerkennung ändern. So, das wären nämlich jetzt... Oh, hallo. 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke da drüber. Okay. 5 Blöcke, kein Problem. Müssen wir einmal ändern. Das wäre dann hier vorne. So. 5. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt aufnehmen. 24 Minuten. Dann krieg, und bis jetzt habe ich noch keinen Anruf bekommen. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich doch noch eine lange Folge hin. So. Hier ebenfalls 5.
Aber ich würde sagen, hiernach hören wir auch auf, weil ich kann sein, dass ich jeden Moment angerufen werde und los muss. Das heißt, wir ändern das hier mal eben, testen das Ganze nochmal aus und dann war's das für heute. So, oh nein, stopp mal, jetzt hatte ich es doch gerade. 5. So. Gut, einmal gucken, sind die bereits losgelaufen? Du fauler Hund. Oh, du Buddyblockst mich. Hör auf damit. Seid ihr zu dritt oder seid ihr bist du nur alleine? Ich denke mal, der war alleine. Ne, 3 Objekte wurden beseitigt. Okay. Kann das sein, dass das dann doch hier oben 6 sind? Es war doch trotzdem Blaze Terracotta, oder? Kann auch sein, dass das 6 sind einfach. Test doch nochmal. Oder. Stopp mal. Kann auch einfach sein, dass wir es neu laden mussten. So. Dann laden wir das jetzt. Na los, mal. Anscheinend sind wir aufgeflogen. Sie suchen uns bereits. Schnell, beeilt euch. Oder auch nicht. Ja, okay. Dann nochmal von vorne. 6. Ah, stopp mal. Oh, passt. Ja, du erst. Sechs. Sechs. Und lasst mich raten. Beziehungsweise ich lasse euch raten. Was kommt jetzt? Richtig, 6. So, immer noch nicht. Kann sein, dass ich jetzt neu laden muss. So, 3 Objekte wurden beseitigt. Dann einmal so. Na los, anscheinend sind wir aufgeflogen. Sie suchen uns bereits. Nein, komm. Schnell, beeilt euch. Warum laufen die jetzt nicht? Das... Also... Eigentlich müsste es doch laufen. Müssten die doch jetzt eigentlich laufen. So, die sind bepowered hier. Das ist auf dem richtigen Block eingestellt. Das ist auf dem richtigen Tag eingestellt. Oder Kill Mensch. M-E-N-S-C-H. Kill Tag gleich Mensch. Passt. Kann auch sein, dass wir, dass ich es versäumt habe, hier richtig zu schreiben. Ach ja, wir haben ja immer noch die Bildschirmaufnahme auf. So. Mensch, nein, habe ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken, was jetzt gerade das Problem davon ist. Ansonsten haben wir hier eigentlich alles, was wir brauchen. Das ist auch direkt darüber. Okay, keine Ahnung, anscheinend haben die noch irgendwelche Probleme. Ich guck mal, was ich dagegen tun kann. Ja, dann würde ich sagen, was das auch erstmal für heute mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, ciao! So Leute, das war's jetzt hier vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ja, hier kommt ihr jetzt zum letzten Video und hier kommt ihr zu einem Video, was für euch abgestimmt ist. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Ciao!